Wir sind angekommen im finalen Block bei Future of Battle Rap. Und ich fange an mit dem MC zu meiner linken Seite. Öfters bei uns schon aufgetreten mittlerweile, zuletzt komplett abgerissen. Ich habe in Insta-Stories so oft gelesen, er sei der Battle Rap Goat. Man könnte meinen, er spielt Goat Simulator. Macht Lärm für Josef Steinschleuder! Zu meiner rechten Seite. Seit Wochen sagt er mir, wie motiviert er auf das Battle ist. Der Typ, der hat's auch verdammt nochmal drauf. Er nimmt uns hoffentlich mit auf seinem fliegenden Teppich auf eine unfassbare Reise. Macht Lärm für Aladdin! Wo startet das Ganze? Okay, Josef Steinschleuer legt los. Gib ihm! Yeah, yeah, yeah! Okay, let's go, Alter. Yeah, yeah, yeah. Alles gut. Ein bisschen lauter machen. Noch lauter. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Aladdin will Geld verdienen, Aladdin will heute gewinnen, Aladdin will vieles, leider möchte niemand Aladdin. Aladdin ist bei 4-7, aber als einer von vielen. Ich kauf mir eine schöne Jacke, aber sie ist nicht supreme. Rapper wie du sind leider mit 16 dann gescheitert. Du versuchst es jetzt mit Battle Rap, versuch es gerne weiter. Wenn du willst, erklär ich dir die Regeln in der Cypher, Homie. Entweder du ballerst oder direkt in die Haie. Meistens bist du in der Lage, halbwegs aggressiv zu rappen, aber wenn's um die Verständlichkeit geht, musst du gehen. Deine Lyrics sind auch so lala, doch das will ich nicht haten. Scheiß auf Lyrics, die sind sowieso für dumme Streber. Rapper machen Cash, killen auf den Tracks. Ich wär gern bei RTL, doch mache leider Rap. Mike Tiki Tiki Check, Mike Tiki Check. 100 Tracks im Netz, wie viel hat dieser Keck? Ich mach Bilder wie Banksy, du bist ein Hund so wie Bessie, ey. Ich bin auch immer im Banksy, du bist ein Hund so wie Benji, ey. Ich mach Bilder wie Banksy, du bist ein Hund so wie Bessie, ey. Ich bin immer im Banksy, du bist ein Hund so wie Benji, ey. Ich fand Party, Bruder, episch, du hast diesen Swag. Ich will das nicht haten, Homie, das ist ein Kompliment. Der Kölner Dom wird jetzt schon von Bakterien zersetzt. Er wird kreidebleich davon sein, du wirst es schon jetzt. Hab doch keine Angst, Kollege, dir wird nichts passieren. Wenn ich heute verkacke, wirst du gegen mich gewinnen. Wenn beide verkacken, wird die Plattform heute verlieren. Und wenn beide geil sind, bist du trotzdem Aladdin. Bisschen leise, oder? Was, Mike, oder was? Ja, mach die Mics auf jeden Fall lauter. Also hier definitiv. Okay. Geile erste Runde, Antwort Aladdin, let's go! Josef, hi. Na? Okay. Du nennst dich Top-Tier, doch Junge, deine Battles sind Schrott. Über 30 Battles und davon die Hälfte verjoked. Die Veranstalter wissen nicht, was auf sie zukommt. Ey, guck mal, Josef ist es wieder, Kopf einer Mystery Box. Weil du Opfer wie diese Zauberbohnen aus Harry Potter bist. Man weiß nicht, ob man dich feiern wird oder ob man das Kotzen kriegt. Doch ich mag dich, obwohl du ein seltsamer bist. Du bist dasselbe für mich wie Native für dich. Ich hab dein Buch gelesen und ich schwör, du bist anders zu Freak. Und was für Schriftsteller, Josef, das sind Moneyboy-Tweets. Du machst auf Oberschlau mit deiner Pseudokunst. Was willst du das schon? Du erinnerst mich an Thaddeus aus dieser einen Folge, du Hundesohn. Das ist nicht gut zu reden. Ficken dein versuchtes Leben, kommt mal eben. Und ich Spongebob Baba nur ne Hypothese. Doch ein Unterschied muss ich kurz erwähnen. Thaddeus hat eine Klarinette, du hast eine Ukulele und eine YouTube-Serie, die er Familie nennt. Na, jeder Familie selbst. Aber das erinnert mich an was, weil du alle Rollen selber spielst, so verbinderter Spaß. Deine Schwester sieht so aus, wie du das führe, das ist gruselig. Sie sieht so aus, als ob sie dein fehlgeschlagenes Double ist. Ich frag mich, ob deine Eltern noch aussehen, so wie du, du Fisch. Oder du willst uns nur verarschen, weil eigentlich du das bist. Deine Schwester sieht aus, als hätte ein Hobbit gekreuzt. Oder es hätte eine KI dich Opfer mit dem Hobbit gekreuzt. Mann, ich glaube, ich hab Rack gesoffen. Sieht es aus, als hätte man beim Versuch, dich zu kopieren, den Druckvergang vorher abgebrochen. Sie sagt, du Künstlerfamilie mit großen Daten, du Scheißlauch. Es ist wie Thaddeus in dieser eine Scheißfolge. Ihr seht alle gleich aus. Ich hab die Texte vertauscht und Freestyle jetzt einfach nur noch weiter. Der Einfall war am Anfang, doch du wirst heute nicht scheitern. Time out, bitch. Oh shit, Alter. Macht mal Lärm für die beiden ersten Runde. Hoffentlich geht's genauso weiter. Zweite Runde, Josef Steinschleuder. Yeah, yeah. Ich glaube, der Beat auch ein bisschen lauter, oder? Ihr müsst es sagen, vielleicht höre ich es falsch. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Aladdin will Stress, kein Problem, komm ran. Guckt meine Storys auf Instagram. Macht er wieder Comeback, gut, kein Plan. Ich hab immer Zeit für einen Veteran. Du wurdest von Oregano beerdigt. Du hast kassiert wie niemals zuvor. Dein erstes Battle war 2015. Oregano wurde da gerade geboren, also halt dein Maul, wenn du. Wir brauchen
Alright, okay, yeah, yeah. Come on, Leute, wir können ein bisschen, ihr könnt euch ein bisschen, wir können ein bisschen, yeah. Yeah. Hey. Aladdin will Stress, kein Problem, komm ran. Guckt meine Storys auf Instagram. Macht dann wieder Comeback, tut keinen Plan. Ich hab immer Zeit für einen Veteran. Du wurdest von Oregano beerdigt. Du hast kassiert wie niemals zuvor. Dein erstes Battle war 2015. Oregano wurde da gerade geboren. Also halt dein Maul, wenn du battle willst, halt's Maul. Wenn du battle willst, halt's Maul. 1,65 ist klein, aber nein, nein, das ist nicht dein Problem. Also schau, dein Problem steht gerade gegenüber. Battle im Schlaf, aber werde nicht müder. Battle ein Schaf und ich schere da drüber. Sagt er, es mag, aber wirkt nicht klüger. Also chill, chill, chill. Frage mich nur, was du willst. Du bist 30, du bist peinlich. Du wirst heute von mir gekillt. Also chill, 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 chill. Frage mich nur, was du willst. Wiederhole meine Sätze, weil warum eigentlich nicht? Yo, hab deine Battles geschaut und zwar alle. Ja, wirklich alle, auch das gegen Schalle. Und mir fiel auf den meisten im Blick. Ja, okay, dann lass mal, Leute, lass mal, Alter. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Aladdin will Stress, kein Problem, komm ran. Guckt meine Storys auf Instagram. Macht da wieder Comeback, tut keinen Plan. Ich hab immer Zeit für einen Veteran. Du wurdest von Oregano beerdigt. Du hast kassiert wie niemals zuvor. Dein erstes Battle war 2015. Oregano wurde da gerade geboren. Also halt dein Maul, wenn du battle willst, halt's Maul. Wenn du battle willst, halt's Maul. 1,65 ist klein, aber nein, nein, das ist nicht dein Problem. Also schau, dein Problem steht gerade gegenüber. Battle im Schlaf, aber werde nicht müder. Battle ein Schaf und ich schere da drüber. Sagt er, es mag, aber wirkt nicht klüger. Also chill. Chill, 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 frage mich nur, was du willst. Du bist 30, du bist peinlich, du wirst heute von mir gekillt. Also chill, 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 frage mich nur, was du willst. Wiederhole meine Sätze, weil warum eigentlich nicht? Yo, hab deine Battles geschaut und zwar alle, ja wirklich alle, auch das gegen Schalle. Und mir fiel auf, die meisten Nameflips über deinen Namen machst du selber, du Qualle. Wow, Lucifer, B-King, Aladdin, Killer, deine dunkle Seite ähnlich wie ein Paladin. Deine Eltern fragen dich, ob du jetzt mal das Bunny siehst, aber du gehst leider leer aus, diese Battles zahlen nicht. Wow, das ist schade, mach ein Jam, als wär das Marmelade. Fress dich auf, als wär das Massephase. Du hast Schuppen wie ein Bartagame. Früher rappte er über seine Haare. Heute rappt er über keine Ahnung. Kein Plan, Home Story, weiß nicht gerade. Wenn du dachtest, kompensier ich mal keinen Inhalt durch geilen Flow, das wird schon gehen. Kann ich nur sagen, zu diesem Thema ganz ehrlich, Hand aufs Herz, same. Steine zu Papier, das ist Rochambeau. Hast du nicht kapiert oder was ist los? Warum bist du klein, warum rappst du so? Warum kriegst du das, warum rittst du broke? Und wenn du Fragen zum Beat hast, Bro, kann ich nur eins sagen. Das ist kein Tech House. Nein, das ist UK Garage. Rap so lange wie du willst, Mann, du wirst niemals cool Savage. Das ist kein Tech House. Nein, das ist UK Garage. Rap so lange wie du willst, Mann, du wirst niemals cool Savage. Yeah. Yeah. Boah, Leute, was für eine legendäre Runde, Digga. Aladdin, wir sind gespannt auf deine Antwort. Kick it, boy. Oh, Steini, geile Runde. Danke, 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 danke. Ich danke. Ich wusste nicht, was heute passiert. Aber ja, wow. Aber eins weiß ich. Ich hab bei deinen Battles so ein seltsames Gefühl. Ich weiß nicht, was es ist, es ist ein seltsames Gefühl. Ich fühl dich an, als hätt ich so ein Schmetterling in mir. Du stehst vor meiner Tür und möchtest Battle-Rapper spielen. Steini, ich hab keine Angst, dass du mich heute mit deinem Rap zerfetzt. Ich hab eher Angst, dass ich mich vor Verwirrung selbst verletz. Steini, du bist voller Wunderknabe und du lebst schon seit 100 Jahren. Darf ich dein Freund sein, dein allerbester Freund sein? Komm, lass uns zusammen Blubber blasen. Steini, du sagst, du willst Aladdin kaufen, aber deine Mama sagt, wir haben Aladdin zu Hause. Steini gegen LBB, zuckst du deine Hose aus. Schieß! Und sagst dann wirklich wie Thaddeus aus. Aber bitte zieh dich nie wieder aus, ich kann den Anblick nicht ertragen. Oberkörperfrei, siehst du aus, so wie gezupfter Kranich. Ich höre dir gerne zu, denn deine Stimme ähnelt die von Heidi. Steini, du Heini, deine brennenden Gläser haben Wifi. Du willst eine Zitrone sein, weil dein Leben so bitter ist. Du kannst alles sein, was du willst, egal ob Battle-Rapper oder Pickle-Rick. Scheißegal, wie cool ich das wirst, ich glaube sowieso, dass du nicht richtig tickst. Wahrscheinlich, weil du voller Spinner bist. Dicker, dicker, du erinnerst mich an dieses Meme von diesem Typen, der glaubt, dass er eine Spinne ist. I believe you're Spider-Man.
Fan, denn deine Clips im Netz triggern mich. Du bist kein Rap-MC, du bist Trash-TV, was du lieferst, ist Schmutz. Typen wie du gehen aus purer Selbstironie in den Puff. Ich bin verwöhnter Lauch, ich zieh dich mit Strophen aus. Denn ich zieh dich selbst mit Lines auf, denn du schaust so wie ein Strohhalm aus. Egal ob A Cappella, on Beat oder Freestyle, Disney, Aladdin, step ich ins Battle, ist es einzig nicht recht, Steini. Nice, nice. Ich höre überall nur nice, Alter. Wollt ihr die letzte Runde von beiden Rappern hören oder was? Yeah! Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Langes Intro jetzt, bisschen. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Aladdin will's wissen auf die alten Tage. Dabei hättest du Zugang zu ihr 30 Partys. An deiner Stelle wär ich mit den ganzen Alten. Stattdessen bist du hier und möchtest weitermachen. Du hattest nie Erfolg, das hat sich nicht geändert. Aber bei One-on-One warst du ein bisschen fresher. Jetzt wirkt es bisschen wie der zweite Bildungsweg. Kein Problem für mich, Kollege, es ist nicht zu spät. Yeah, erinner dich mal an den Anfang. Hier Foto mit Roos und hier ein Foto mit Paham. Ein 16er für Mama und ein 16er für Papa. Anti-Industrie, Mann, vielen Dank, dass du es gesagt hast. Die ganz großen Rapper haben, waren den Gedanken schlüssig. Haben sie ihren Beat gehört und ihren Major-Deal vernünftig. Du kommst aus Kassel, so wie die Gebrüder Grimm. Hier war mal eine Märchenbar, sie ist hier nicht mehr drin. Honey, 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 honey. Die letzten zweimal wurdest du gebuddied. Aus Underdog-Sicht brauchst du ein Comeback. Aber nicht so viel davon, so wie von Nutmeg. Ich bin eigentlich für dich, weil du mir leid tust. Ich wünsch dir guten Stand, so wie ein Dreifuß. Aber deine Delivery wird nicht gebackt. Du willst ein Stück vom Kuchen, aber nicht gebäck. Zwei verschiedene Sprachen, aber nicht gebäck. Deine Haare sehen aus, so wie geleckt. Dein Schmuck sieht aus, wie aus der Verschenkekiste. Aber finde ich nicht schlimm, ich würde das echt nicht dissen. Früher warst du Gimmicks unter alter Egos. Das war bisschen cringe, aber cringe ist Leben. Heute bist du aggro, aber irgendjemand. Kurze Frage, Bro, was willst du mir erzählen, Mann? Das war's, Mann. Schade, dass es gleich vorbei ist. Letzte Runde, Aladdin. Boah, das Intro ist wirklich lang. Kennt ihr diese Kollega-Beats, die so ein Intro haben? Oder Tod? Ihr wisst, was ich meine. Aber, Josef. Josef. Hi. Schön, dass du hier bist, Steini. Ich soll dich ja so nennen. Ne? Aber, 2023 und Josef ist nicht mehr sich selbst. Damals hab ich noch gern deine Battles gesehen. Heute will ich dich boxen. Fick deine ironischen Lines, deine ironischen Engels. Ich krieg unironisch das Kotzen. Du bist keiner von uns, weil du dich als Unikat bezeichnest. Doch du bist wieder Videosong, nur einer dieser Steine. Du bist nicht einzigartig, nein, du peinlicher Spaß. Nur weil du Sachen tust, die kein anderer freiwillig macht. Wie seine Texte vergessen. Ey Digga, ich kill dich mittlerweile. Füll nicht deine Jokes an wie deine billigen Gimmicks. Deine scheißegal Einstellung, schmeiß dich auf die Bahngleise. Du bist wie Thaddäus, denn ich finde deine Art scheiße. Bald schlage ich den Hampelmann auf die Fresse. Du hast deinen Text vergessen und lässt andere für dich rappen. In Kassel wolltest du, dass dein random Typ deinen Text performt. Hier, ich hab dich auswendig gelernt. Rap mal vor, du bist Edgar Wasser-Fan, was soll ich dazu sagen? Dein Lieblingssong von ihm? Ich bastel nur Collage, Junge, du bist echt Blamage. Denn du klaust nicht nur einzelne Punchlines, sondern ganze Textpassagen. Und bist noch stolz darauf, du ehrenloser Keck. Im Interview danach erzählt er auch nach Fans, dass ich den nächsten Stufe von Battle Rap sag. Schämst du dich denn nicht? Der welche Stufe soll das sein? Pflegestufe 6, du studierst Szene zu schreiben und psychische Macht, schnippst mit dem Finger und lässt Texte verschwinden danach. Ey, das finde ich da krank, du hässlicher Schwanz. Scheinbar hast du diese Technik bei dir selbst angewandt. Und deine Engels sind immer so lang gezogen. Wär ja nicht schlimm, wenn dafür die Punchlines dope sind. Aber Josef hält den Spannungsbogen und schleudert damit Platzpatronen, klaust deine Texten um Betonungen, das sagst du doch selber. Dein Rap hat keinen Wert und du verlangst dafür Geld, Mann. Man weiß nicht, was kommt, man weiß nur, es wird seltsam. Weil deine Gimmicks sind cringe und du siehst aus wie ein Penner. Und all das macht dieses Steinschleuder aus, doch kein Problem. Ich hau dieses Steinschleuder aus seiner Traumwelt und dann ist es wie die Steinschleuder aus. Ich bin Araber, ich kenn mich mit der Steinschleuder aus. Yeah!
Hey Leute, das war eins der besten On-Beats überhaupt auf unserer Plattform. Macht gebührenden Lärm für beide MCs. Keine Diskussion, Alter. Mitreden. Wir haben nämlich drei Judges. Dealer, Duff, MC Cologne. Wer möchte gerne anfangen? Duff, ich sehe dich. Komm nach vorne. Du hast das Wort. Yo. Einmal bitte ganz viel Lärm für dieses geile Battle. Wirklich, ich glaube, es ging vielen so. Man wusste nicht genau, was uns erwartet, was hier heute passiert. Aber es ist, glaube ich, so das Beste bei rumgekommen, was man sich hätte vorstellen können. Ich habe mich echt schwer getan, muss ich sagen. Es war von beiden Seiten einfach sehr krass, sehr unterhaltsam. Ich finde, Aladdin, du hast so ein bisschen die lustigeren Punchlines an sich, die stärkeren vielleicht, aber du hattest die Momente dann mehr. Ich fand so die Performance sehr krass und ich glaube, man kann gar keinen Fehler machen. Trotzdem, ich gib's 2-1 an Steinschleuder. Wow, ey Leute, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also für mich am Ende, muss ich sagen, zählt es jetzt eher, ob die zweite Runde von dir besser war oder deine dritte Runde besser war, weil beim Rest habt ihr euch nicht viel genommen. Ich habe hin und her überlegt, ich bin am Ende bei Duff, also dass ich das 3-2 an Josef gebe. Ihr hattet im ersten Part beide so einen kurzen, also ihr wart beide nicht komplett safe so, im zweiten hast du dann die Crowd, also zwei Rewinds gemacht, das war halt einfach mega Killer. Die dritte Runde, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil dieses Retalk und dieses hart drauf und auf so einem Oldschool-Beat hat mega Bock gemacht. Steini hat aber ein bisschen besser gegengehalten als du in der zweiten und deswegen geht's für mich wirklich super, super knapp, 3-2 an Steini. Yeah. Jojo. Also ja, auf jeden Fall Respekt an euch beide. War echt ein krasses Battle so. Auch eins der wenigen On-Beat-Battles, wo mir wirklich alle drei Beats gefallen haben. So. Also fand ich auf jeden Fall geil. Ich mach's kurz. In der zweiten Runde warst du auf jeden Fall besser. In der ersten Runde wart ihr beide gleich auf. In der dritten Runde fand ich dich ein bisschen besser. Und ich muss sagen, für meine persönlichen Ansprüche, also ich bin voll der Fetischist, was Reimtechnik und so angeht. So. Und du hast auf jeden Fall mehr sehr gute Reime gehabt so. Und hast dadurch auch, hast es trotz der, dass du auf Reime fixiert warst, gute Punchlines gesetzt und deswegen gebe ich es ganz knapp an dich. Ich kann jetzt nicht 2, 1, 3 oder wie auch immer sagen. Ich gebe es ganz knapp an dich, aber geiles Battle, Jungs, auf jeden Fall. 2, 1 an dich. So. Okay, wir haben ein kompliziertes, aber faires Punktesystem. Ganz knapp, ich glaube 7, 6 oder irgendwie so geht's an... Bro, egal. Ey! Aladdin, ganz knapp hinten gelegen, um einen Punkt, Arschhaaresbreite. Macht Lärm für Aladdin! Aber Gewinner dieses Battles, Josef Steinschleuder! Und nochmal Lärm für das komplette Dünge! Future of Battle Rap. Wir sind durch mit dem Rheingold-Event. Wir haben gerade zwei geile Battles nochmal gesehen und auch das Battle zwischen Josef Steinschleuder und Aladdin, was so ein bisschen aus der Masse gestochen hat, weil es ein On-Beat-Battle war. Mega Feuer, ich würde einfach mal sagen, verlier mal ein paar Worte über das Battle. Wie war es für dich? Ich fand's gut. Ich fand's gut. Ich hatte das Gefühl, ich habe meine Stimme so da gehabt, wo ich wollte. Ich hatte einmal zwei Lines verkackt, das fand ich schade, aber sonst, nee, ich fand's gut. Ich fand auch Aladdin gut. Oh Gott, ein A. Okay, und gönnt euch mal dieses Insekt. Wow. Ah, und da ist er wieder, das Ben-Rap-Fan-Insekt. Ja, aber er mag dich. Ins Bier rein. So, wie ist mit dir? Hat Spaß gemacht. Bin reingegangen, hat gute Laune. Seine Leistung war gut, meine Leistung war gut. Bin zufrieden. Ja, konntet ihr cool beim Battle so ein bisschen, also klar bei den Rewinds eh, aber konntet ihr so mitfeiern, mithören, weil manchmal Black Money ja so aussah? Die Runde war ein Kracher, Schalle, alles, die Insider, dope, ich hab mitgetanzt, geliebt, ich hab, glaube ich, auch so ein paar Küsschen geworfen. Ja, der aber erste, ich hab's gefühlt, der zweiten Runde, glaube ich. Ja, ich fand generell die Stimmung bei euch im Battle, auch schon vorher, ich weiß nicht, ob du da was in den Trailer reinschneiden wirst, fand ich schon sehr, sehr cool. Ihr habt die Energie einfach dann direkt ins Battle übertragen. Und
Ja, deine, bei dir muss man sagen, die zweite Runde, zwei Rewinds auf einmal. Ich glaube, das gibt es sehr selten. Wie fühlt es sich an? Werden gut. Die Nippel ein bisschen steif? Nee, ich finde es gut, ja? Und dann schreien die Leute mit. So, ich versuche dann nicht rauszukommen, aber ja, nee, es war nice. Ja, und das ist vor allen Dingen auch ganz oft bei Runden, wo schon mal ein Rewind war, dass danach verhassbar kommt. Mhm. War bei dir halt gar nicht so. Ne? Ja. Wie hast du seine zweite Runde so aufgenommen? Erzähl mal. Ich habe sie mitgefeiert. Ich habe, glaube ich, mitgeschrien beim Rewind. Ja, ja. Und ja. Bei dir wiederum war es ja bei der dritten Runde, ne, also habe ich ja auch in meinem Judging gesagt, dass ich dich in der dritten Runde, also dass ich das daran ausgemacht habe, weil ich fand, es war ein super, super geiles Battle. Erste Runde habt ihr euch beide nicht viel gegeben. Ich fand deine zweite quasi krasser als deine dritte sozusagen. Wie hast du es gespürt während deiner Runde, als du gerappt hast, dass das ankommt so? Weil bei mir ist das voll angekommen. Ja, voll. Also ich habe auch eigentlich alles, was ich geschrieben habe, gespürt. So diese mein Freund sein Blubberblasen, alles. Also das ist ja auch mein Humor. Das war ja echt SpongeBob, stimmt. Ja, safe. Ja, und ja. Ich habe ja das Battle auch nicht. Ich habe ja auch, glaube ich, im Interview gegen Rickon gesagt, ich feiere das, was er macht, ich will gegen ihn battlen. Und die dritte Runde war einfach so meine aktive Meinung gegen ihn, aber er hält ja nichts daran, dass ich genau alles gespielt habe. Ganz kurz noch zur dritten Runde. Ja. Liegen dir diese typischen Oldschool-Beats ein bisschen besser als der in der zweiten? Weil der in der zweiten ist ja nicht so ein typischer Battle-Beat, den man oft hört. Hast du das Gefühl, du fühlst dich wohler beim Schreiben? Es geht. Nee, beim zweiten tatsächlich mehr. Okay. Also ich habe tatsächlich erst vor zwei nach seiner Provokation angefangen zu schreiben. Deswegen dieses Steini, Steini, Steini. Und weil ich es gefeiert habe und es mehr vibe, also es hat Spaß zu viben. Und der dritte, tatsächlich war das auch Bock auf diesen Retalk-Aspekt. Ach, echt? Aber der hat halt so gepasst und dann dachte ich, also ich, wie gesagt, ich hatte so ein, zwei Momente, wo ich so wow war. Hatte ich bei dir in der dritten Aufwahl, dann hattest du diesen kleinen Verhaspel. Ja, das war und da, der hat, also der hat mich, leider rausgebracht in der Runde. Leider. Ja, Jens. Ich hatte das Gefühl, Aladdin, dass du in dem Battle irgendwie lockerer und souveräner warst als gegen Requiem. Deckt sich das mit deiner Wahrnehmung so? Voll. Weißt du, kannst du da irgendwie sagen, was liegt? Ich kann nicht ihn, weil ich ihn als Character, als MC, als Battle-Rapper verstehe und feiere und somit ganz anders in dieses Battle gegangen bin. So. Weil ich kann ihn ja nicht anschreien möchte. Okay, ich mache genau das, was ich möchte, das, was er feiert, Referenzen, da das umdrehen. Und genau, ja, ich meine, wir sind in einer Probe gegangen, haben umgetestet. Wie hast du dich vorbereitet auf ihn? Naja, wie alles. Ich habe alle Battles geschaut. Ich habe die ganzen Instagram-Sachen geschaut. Habe alles geschaut, aber ich war schon vor zwei Wochen fertig. Also ich kann noch nicht, also meine Provokation kam vorgestern oder was. Mhm. Ja, das könnte ich nie im Leben. Ja, nur die zweite Runde. Aber ja, aber trotzdem. Angefangen, die hast du vorgestern angefangen und dann noch in den Kopf bekommen, das ist auf jeden Fall nice. Ja, voll. Also weil es waren ja jetzt nicht auch mal nur 16 Bars, das waren ja, keine Ahnung, 30. Ja, ich glaube, das Auswendiglernen ist bei mir wirklich nicht das Problem, das Verinnerlichen, weil ich kann heute Text schreiben, morgen habe ich ihn drinne. Oh, Digga, ey, darum beneide ich dich, ey. Ja, weil es ist bei mir, also ich muss das Battle mindestens zwei Wochen vorher fertig haben. Das war bei T-Sai anders, da hatten wir nur zwei Wochen, zwei Tage geschrieben, 10 Tage, 12 Tage auswendig gelernt. Ja, aber weil ich brauche das, sonst komme ich raus. Das ist manchmal nicht gut gegen, also, der Seth gesagt, diese Bodybags, also hat er Rest gegen Rikim und gegen Oregano. Da habe ich auch eine Woche komplett vorher geschrieben, da konnte ich auch nicht richtig delivern und zwar auswendig gelernt, aber ich konnte es nicht so überbringen, wie ich es sagen will. Und ich glaube dadurch, dass ich irgendwie auch Schleuder als MC feier, konnte ich das so leicht verinnerlichen und überbringen. Wie ist das für dich? Du bist ja eigentlich du bist über A Cappella Battle in das ganze Ding reingekommen. Aber Jens, du hast einen Eintagsflieger auf der Stirn. Oh, diese Insekten! Respekt an die Insekten an dieser Stelle, Alter. Geil, Alter. Guter Nacht. Und du bist ja jetzt mittlerweile auch, denn wie viel das? Drittes. Man merkt, du fühlst dich wohler. Ja. Von Battle zu Battle. Achso, Erzähl mal was darüber. Du hast eben schon mal kurz ein, zwei Sachen gesagt. Wie gehst du an dieses Onbeat dran? Was willst du verbessern von Battle zu Battle? Wie ist das so? Weil das ist ja im Gegensatz zu A Cappella natürlich ein ganz anderes Fahrwasser. Ne? Naja, ich habe eigentlich mit Tracks angefangen zu machen. Also wahrscheinlich die meisten so. Und ich versuche einfach bei Onbeats, ich schaue halt wie bei allem auch viele russische Onbeat-Battles und sowas. Und da sind auch teilweise. Klar, die Flows sind so krass und vor allem die Variationen davon, also dass man teilweise, weil es ist so, wie ich das verfolgt habe in der Szene dort, ist einfach durch die Konkurrenz
irgendwann einer rappt ganz normal durch und einer macht so ein, zwei Variationen. Dann sehen die anderen, okay, das läuft, dann macht er drei, vier Variationen und sowas. Und dann steigert sich das immer weiter und dann die Besten der Besten machen dann wirklich teilweise super schnell, laid back, aggressiv, das. Und das versuche ich auf jeden Fall immer so. Also Einflüsse sind relativ hoch, auch von anderen. Ja, mega. Wie ist das bei dir? Also du warst vor ein paar Jahren schon mal so ein bisschen im Game drin, das ist schon ein paar Jahre her, dann warst du ein bisschen weg und jetzt bist du wieder relativ frisch wieder eingestiegen. So, wo kommt die Motivation her? Hast du einfach jetzt viele Jahre keinen Kopf, keine Lust auf Battle Rap? Und woher kommt die Lust, dass du wieder am Start bist? Ja, halt wenig Zeit, wenig Lust, jetzt bin ich halt wieder drin, hab Bock zu battlen, komme immer wieder Fragen, hab wieder Bock hingehen zu battlen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich wieder täglich irgendwie was machen will. Wenn ich Bock drauf habe, mache ich das. Wenn der Gegner stimmt, bin ich am Start. Wir haben Feature auf Battle Rap, ist super, deswegen habe ich das nochmal gemacht. Also generell on Beats battle gerne. Vielleicht, aber ich glaube, ich habe jetzt auch mehr Kopf jetzt. So. Ich habe jetzt mehr Kopf. Früher war das halt so immer so, ich konnte nicht dahin gehen aus privaten Gründen und sowas. Ja, okay. Und mittlerweile geht es mir gut, mittlerweile kann ich wieder einen Kopf dafür haben und sehr cool. Das macht mir halt wieder Spaß. Deswegen bin ich am Start. So soll es sein. Einen letzten Satz zum heutigen Event. Ja. Du hast gar nicht so viel mitbekommen. Du bist ich bin relativ spät. Nein. Normalerweise komme ich früh. Heute bin ich spät gekommen. Okay. Ich bin ewig Zug gefahren, deswegen war ich nicht gesehen. Okay. Welche Battles hast du mitbekommen? Wann warst du, oder warst du im was Film? Was war nochmal das Erste? Das Erste, was ich gesehen habe, war Moody, heißt der Moody? Ja. Moody gegen Pesk? Moody Pesk habe ich ganz gesehen. Das davor bin ich reingekommen und das Moody gegen Pesk, da war ich dann da. Möchtest du trotzdem einen kurzen Satz noch? Dann sagst du, dann darfst du einen Satz frei wählen, wie du möchtest. Ja, es war chillig. Battle Rap, wir sind hier draußen. Nice. Was ist? Ich bin gefreut. Wir sehen uns wieder. Okay. Leute, vielen Dank nochmal an dich, Aladin. Danke. Josef Steinschleuder. Vielen lieben Dank. Wir hoffen, dass wir euch nochmal bei uns sehen, egal ob Onbeat oder A Cappella. Das wisst ihr auch, dass wir Bock haben, euch zu sehen. Hat Bock gemacht. Wahrscheinlich das stärkste Battle des Abends für mich als Onbeat-Fetischist sowieso. Future of Battle Rap, wir hatten ein wunderschönes Event. Ein Interview steht noch an, dann sind Janus und ich auch endlich erlöst. Freuen wir uns drauf, da wird noch ein bisschen mehr von diesem goldenen Getränk getrunken. Ansonsten, danke an euch.